Hallo und herzlich willkommen hier am LWL-Museum für Archäologie in Herne, mitten im Ruhrgebiet. Mein Name ist Stefan Lehn, ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter hier im Museum und Kurator unserer Sonderausstellung Pest, die wir zurzeit zeigen. Und genau da wollen wir jetzt einmal hingehen. So, wir sind jetzt hier auf der Ausstellungsebene in unserem Museum angekommen, zur Sonderausstellung Pest. Wir werden heute nur eine recht kurze, knappe Führung machen. Ich möchte dafür um Nachsicht bitten, wenn wir nicht alle Exponate erwähnen. Vielleicht hätte der eine oder andere das rechts oder links von dem besprochenen Exponat lieber erwähnt gehabt. Das können wir jetzt einfach nicht machen aus zeitlichen Gründen. Ich bitte auch um Nachsicht bei den Leihgebern, wenn ihr Exemplar vielleicht jetzt gerade nicht behandelt wird. Wir versuchen das in anderen Filmen nochmal dann etwas genauer zu machen. Das erste Kapitel unserer Ausstellung handelt von der Pest als solcher, also auf natürlich wissenschaftlichem Bereich, Naturwissenschaft vor allem. Und da wollen wir zunächst einmal den Hauptakteur selber besuchen dort drüben, das Pestbakterium. Unter diesem Mikroskop ist tatsächlich ein Objektträger mit dem Pestbakterium, einer abgetöteten Version, also nicht mehr ansteckend. Das haben wir bekommen vom Referenzlabor für die Pest in Deutschland. Das liegt in München, ist bei der Bundeswehr angesiedelt und die haben uns diese Probe zukommen lassen. Das Bakterium selber ist natürlich so klein, dass man es mit bloßem Auge nicht sehen kann. Es hat etwa die Form so eines Stäbchens. Und wenn man es einfärbt, kann man es unter dem Mikroskop auch sehen. Wir haben hier einmal ein Bild projiziert, was genau das darstellt. Das sind also wirklich diese Haufen mit Pestbakterien. Das ist Yersinia pestis, das Pestbakterium, der Verursacher der Krankheit der Pest, die wir so heute nennen zumindest. Aber es kommt natürlich nicht so einfach in den Menschen, sondern es braucht Überträger. Und das sind Lebewesen aus der Tierwelt. Es ist eigentlich auch eine Tierseuche, die nur eigentlich im Ausnahmefall auf den Menschen überspringt. Und hier in der Vitrine haben wir einmal tatsächlich dann die Vektoren, also die Verbreiter der Pest, vor allem voran ein Floh. Der Rattenfloh ist sicherlich der bekannteste, es gibt aber auch noch andere Flöhe, die die Pest übertragen können. Und das Besondere ist eben, dass der Rattenfloh Blut saugt von der pestverseuchten Ratte. Er hat dann die Bakterien in seinem Rüssel, saugt sie, will sie in den Magen saugen, allerdings das Bakterium verklumpt in seinem Vormagen. Die Blutmahlzeit kommt gar nicht erst in den Magen und der Floh hat also immer noch Hunger, obwohl er eigentlich schon Blut gesaugt hat, sticht noch einmal, um seinen Hunger zu stillen. Das kommt wieder nicht in den Magen, weil der Eingang verklumpt ist. Und deswegen sticht er umso öfter, je mehr Hunger er hat und kann so mit jedem Stich das Bakterium weiterverbreiten. Natürlich erst einmal in der Rattenpopulation. Wir haben hier einmal eine solche ausgestopfte Ratte, aber auch ein mumifiziertes Exemplar aus einem archäologischen Kontext aus der frühen Neuzeit. Und diese Ratten waren die Begleiter der Menschen eigentlich durch die Jahrhunderte, Jahrtausende hindurch und damit natürlich auch immer in der Nähe und konnten letztendlich den Floh auch in Richtung Mensch bringen. Und wenn die letzte Ratte, kann man schon sagen, aus dieser Rattenpopulation verstorben ist an der Pest, dann sucht sich der Floh einen neuen Wirt, ein neues Wirtstier und in diesem Fall dann eben auch manchmal den Menschen und so kommt dann die Pest eben zum Menschen. Das Bakterium, wenn es einmal in der Blutbahn bzw. im Körper ist, verbreitet sich sehr stark, vermehrt sich, vor allem in den Lymphgefäßen und sammelt sich in den Lymphknoten. So entstehen die charakteristischen Pestbeulen, das sieht man hier unten einmal links auf einer Moulage, also einem Wachsmodell, das vor 100 Jahren etwa den Ärzten zur Erkennung letztendlich der Pest gedient hat. Also daran haben sie ihre Ausbildung gemacht und das ist eben jetzt diese große schmerzende Beule, die in den Lymphknoten entsteht, unter den Achseln oder im Leistenbereich oder im Halsbereich, kann so etwas letztendlich auftreten. Das ist dann auch natürlich die bekannteste Form als Beulenpest. Es gibt noch andere Pestarten, wenn die Blut-Lymph-Schranke überschritten wird, kommt es in den Kreislauf und führt eben zu septikämischen Pest. Das heißt, es kommt zu einer Blutvergiftung, die Organe können versagen. Das Gefährlichste für die Übertragung ist allerdings dann die Lungenpest. Wenn es in die Lunge gelangt, das Bakterium, kann es über Tröpfcheninfektionen übertragen werden und somit auch sehr schnell von Mensch zu Mensch. Und diese Form der Pest ist fast immer tödlich. Eine Neuerung letztendlich in der Erforschung der Pest, auch der alten Pest könnte man schon sagen, ist, dass man eben seit einigen Jahren in der Lage ist, alte DNA, auch DNA von Krankheitserregern wie der Pest,
in Knochenmaterial, zum Beispiel aus archäologischem Kontext, nachzuweisen. Und somit öffnen sich der Forschung ganz neue Möglichkeiten, die Pest weit zurückzuverfolgen. Vor einigen Jahrzehnten, so um 2000 herum eigentlich noch, wurde diskutiert, ob zum Beispiel die mittelalterliche Pest überhaupt Yersinia pestis ausgelöst ist, also von dem heutigen bekannten Pesterreger. Das hat sich mittlerweile geklärt. Die Pest ist definitiv im Mittelalter vorhanden und auch noch weit darüber hinaus bis mehrere tausend Jahre zurück. Und dazu wird das archäologische Material aufbereitet in Laboren, wie zum Beispiel auch bei unserem Leihgeber hier von den Objekten, dem Max-Planck-Institut in Jena. Das Knochenmaterial wird also geöffnet, gerade die Knochenteile, wo sich eben Blut lange erhalten kann und damit auch die DNA größer erhalten ist, wie zum Beispiel in den Zähnen oder auch im Felsenbein, im Ohr. Das Ganze wird dann aufbereitet, also mehrfach nochmal gelöst, zentrifugiert. Das Ganze wird dann in ein computergestütztes System gegeben, wo dann halt die DNA ausgelesen wird, einzelne DNA-Schnipsel wieder zusammengefügt werden bzw. verglichen werden mit heutiger DNA. Und dann kann man eben sagen, ja, schon bei recht kurzen Sequenzen, auch in früherer Zeit, hat es eben diesen Erreger Yersinia pestis gegeben. Daraus entsteht dann so ein Stammbaum. Das Ganze geht aus vor vielen tausend Jahren eben von dem Yersinia pseudotuberculosis, einem harmlosen Bodenbakterium, und verbreitet sich dann letztendlich aber auch als Krankheit, wie man hier sehen kann, bis hin zur ersten, zweiten, dritten Pandemie. Das sind die Krankheitszüge, eigentlich die Seuchenzüge, teilweise um die ganze Welt, die eben forschungsgeschichtlich so eingeteilt sind in eine frühmittelalterliche erste Pandemie, in eine spätmittelalterliche, frühneuzeitliche zweite Pandemie und in eine dritte Pandemie dann Ende des 19. Jahrhunderts beginnt. Das Ganze ist sehr eurozentrisch, dieses System, weil es eben auf den Forschungen schon der letzten Jahrhunderte oder Jahrzehnte, besser gesagt, basiert. Da die Pest aber natürlich auch in anderen Erdteilen immer mal wieder vorgekommen ist oder teilweise auch immer da war, kann man eigentlich nicht von diesen drei großen Pandemien mehr sprechen. Das gilt für unseren Raum vielleicht, aber das ist weltweit eigentlich nicht mehr anwendbar. Und auch heute gibt es natürlich noch die Pest. Sie ist, wie schon erwähnt, eben bei den Nagetieren weit verbreitet. Das sind nicht nur Ratten, das sind auch Murmeltiere oder Erdhörnchen, Eichhörnchen. Und auf der ganzen Welt eben findet man Pestherde, wo die Pest natürlich bei solchen Nagepopulationen vorkommt. Sie ist damit auch nicht ausrottbar, weil man sonst alle diese Nager töten müsste. Es gibt aber natürlich gewisse Schwerpunkte, Hotspots, wie zum Beispiel die Insel Madagaskar, wo jedes Jahr eigentlich wieder mehr oder weniger große Pestausbrüche gemeldet werden. Oder auch die Mongolei, wo die Murmeltierpopulation sehr stark von dem Pestbakterium befallen ist und auch immer wieder solche Krankheitsfälle auftreten. Aber natürlich auch zum Beispiel Länder, von denen man es vielleicht nicht sofort erwartet, wie die USA, wo im Westen der USA vor allem die in den Steppengebieten dann auch die Erdhörnchen oder ähnliche Tiere dann eben auch das Pestbakterium tragen. Also heute noch verbreitet, früher natürlich, wie wir gehört haben, auch schon. Wir wissen aber trotzdem nicht immer genau, ob etwas wirklich die Pest gewesen ist, wenn es zum Beispiel in alten schriftlichen Quellen die Erwähnung gibt, dass es die Pest gewesen sein soll. Und da gibt es verschiedene schon sehr alte Erwähnungen. Das geht los im alten Ägypten eigentlich schon, also mehrere tausend Jahre vor heute, wo dann die ersten Schriften letztendlich entstehen, seien es medizinische Handbücher, Arztberichte oder auch Berichte zum Beispiel von Politikern, von Herrschern, die eben dann erwähnen, die Pest sei in ihrem Land. Leider wird es seltenst beschrieben, wie die Symptome sind. Deswegen können wir nicht immer davon ausgehen, dass das, was heute als Pest übersetzt wird, auch tatsächlich durch das eben gezeigte Bakterium ausgelöst wurde. Es können auch ganz andere Krankheiten gewesen sein, das weiß man nicht. Schon sehr früh werden religiöse Motive mit eingebunden. Also man bittet die Götter, die Gottheiten darum, eben das Land von der Pest zu erlösen. Es beten da sowohl einfache Leute als auch Herrscher. Es werden auch Schutzmechanismen angesprochen, zum Beispiel Amulette, die man bei sich tragen soll oder die man in einem Haus aufbewahren soll. Es gibt Gottheiten, die für Gesundheit zuständig sind und auch teilweise explizit für Seuchen. Das ist also schon in ägyptischen Schriften oder hier auch auf diesen wunderbaren Keilschrifttafeln festgehalten, was man medizinisch tun kann, aber natürlich auch religiös tun kann.
Das Ganze setzt sich dann fort, auch zum Beispiel in solchen Werken wie der Bibel. Über 50 Mal ist dort die Pest im Alten Testament erwähnt, sei es jetzt eine Viehseuche oder auch tatsächlich die Krankheit. Zum Beispiel bei König David als Strafe für die Volkszählung sendet der Herr eine Pest, also auch die Strafe Gottes in diesem Fall. Ob es tatsächlich immer, wie gesagt, die Pest ist, ist auch hier unklar. Es gibt auch sicherlich einige Stellen, die zum Beispiel in der Luther-Übersetzung vorkommen, wo Martin Luther dann eben, um es in die Lebenswirklichkeit seiner Zeitgenossen hereinzuholen, das Ganze Pest, Pestilenz nennt, auch wenn es möglicherweise etwas ganz anderes gewesen sein könnte. Das Ganze eben dann auch in der Zeit um Null, um Christi herum, bei den römischen Territorien. Es gibt dort auch Schutzgötter, wie zum Beispiel den Äskulap natürlich, der hier auf Münzen wiedergegeben ist. Aus römischen Berichten eben auch selten dann Erwähnungen der konkreten Symptome, deswegen ist man sich dort auch nicht sicher, ob es immer durch Yersinia pestis verursacht worden ist. Aber das zieht sich eigentlich bis in das Mittelalter und die Neuzeit. Auch dort kann man sich eigentlich nicht immer sicher sein, dass wenn Pestilenz zum Beispiel erwähnt ist, was auch allgemein eine Seuche bezeichnen kann, dass das dann auch wirklich immer die Pest ist. Dazu brauchen wir einfach noch viel mehr Proben, die auch archäogenetisch untersucht werden können, um eben die Krankheit dann wirklich nachweisen zu können. So viel jetzt erst einmal zu dem Stand der Naturwissenschaften und der Forschungsgeschichte. Das war die erste Abteilung hier. Jetzt gehen wir in die zweite Abteilung und schauen uns die vorgeschichtliche Pest an.